Einen Flushing und Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr an unendlich Packeis, Ton, roten Sand etc. kommt. Das Ganze ist ja ein bisschen nervig, wenn man sich jedes Mal auf Glück bzw. auf Skill von seinen Laufskills durch die Farmwelt rangiert und immer ein Biom finden muss. Das Ganze habe ich bis jetzt auch immer gemacht. Ich weiß auch nicht, warum ich früher nicht drauf gekommen bin, denn ich habe jetzt was gemacht, sag ich mal. Wir gehen mal auf Nature, denn manchen ist dieser City-Build-Server eben etwas unbekannt, sag ich mal. Das ist eigentlich wie jeder normale City-Build-Server halt eine Plot-Welt. Dem Unterschied hier, dass es in der Minecraft-Welt an sich direkt die Plot-Welt integriert wurde. Bedeutet, wir haben hier keine Flachland-Welt, sondern die normale Minecraft-Welt. Und ich gehe jetzt mal zu meinem Plot. Das hier ist jetzt zum Beispiel mein Plot. Jetzt kann ich mir hier zum Beispiel meine Behutsamkeitspickel rausnehmen und Packeis farmen. Und sobald das hier eben abgebaut wurde, wie zum Beispiel bei meinem dritten Plot. Hier habe ich nämlich gerade zum Beispiel eine Adventure-Aufgabe. Ich brauche noch ein bisschen roten Sand. Dann gebe ich einfach P Clear ein, P Confirm. Dann setze ich das zurück und dann habe ich eben hier neuen roten Sand, beziehungsweise einen neuen Ton, je nachdem, was wir gerade brauchen. Das Ganze tut natürlich mit dem Home, beziehungsweise mit dem Biom funktionieren. Sowohl mit Packeis, auch mit dem Mesa-Biom. Ich habe früher immer selber nach Packeis-Biom gesucht. Klar, ich habe jetzt hier nur so ein, zwei Plots nebeneinander. Das ist hier auch ein kleines Biom. Aber kleiner Trick von mir, ich bin hier etwas weiter rausgeflogen. Ich bin von der Wüste gekommen. Das heißt, wenn man bei diesem Plot hier landet, das war ja jetzt das erste Plot von mir, dann dreht ihr euch einmal um und fliegt, wenn der Booster gerade an ist, einfach in die Richtung oder nach da, je nachdem. Das hier ist zum Beispiel auch noch mein Plot. Dann sucht ihr euch eben ein weiteres Packeisbiom, tut euch die paar... Ah nee, das mit Merchant funktioniert ja gar nicht. Deshalb tut euch das Ganze einfach mal so claim, weil immer wenn ihr P-Clear macht, dann reißt es euch das Merch auseinander. Deswegen holt euch immer solche einzelnen Plots und tut das Ganze dann immer clearen. Aufpassen, ihr könnt das nicht immer zack, zack, clearen, clearen. Es gibt einen Cooldown von einer Stunde, das wurde hier wahrscheinlich absichtlich drauf aktiviert. Ich sag mal so, so hat man nicht jeden Monat eben dieses Rumgespringe in der Farmwelt, dass man sich jedes Mal neues Home suchen muss. Vor allem auch für Tonbiome, wie ich jetzt hier zum Beispiel eins habe, ist es ja vor allem noch praktischer, wenn ihr das Packeisbiom an sich so abgefarmt habt, könnt ihr es natürlich clearen, aber in der Zwischenzeit könnt ihr auch euch jetzt zum Beispiel eine Ohrpicke oder moderne Baumeisterpicke, je nachdem was ihr nutzt, ihr euch auf den Berg stellen, zum Beispiel hier, das Ganze sollte, genau das hier ist zum Beispiel, das ist wahrscheinlich hier gerade eine Adminstraße. Das ist zum Beispiel auch ein Plot, das hat noch niemand. Also falls ihr noch einen Mesa-Plot sucht, kommt einfach zu meinem vierten oder dritten Plot und holt euch einfach die Plots hier. Ich werde sie mir nicht holen. Also bedient euch hier gerne, farmt hier euch Ton bis zum Umfallen, verkauft die für Orbs, für Geld, was auch immer. Und ansonsten war es das auch mit dem kleinen, aber feinen Video. In nächster Zeit kommen wieder etwas längere Videos. Ich habe jetzt im Januar etwas weniger Zeit, weil bald meine Gesellenprüfung losgeht. Deshalb auch an 2-3 Wochen keine Streams. Aber ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vergesst auf keinen Fall zu abonnieren. Ich versuche dieses Jahr die 5000 Abonnenten zu erreichen. Jeden Tag 17 Uhr gibt es hier ein Video. Donnerstag normalerweise ein Stream auf Twitch. Und Freitag bis Sonntag immer um 21 Uhr ein Short. Ansonsten kommentiert gerne das Video. Unter jedem Video gibt es immer eine Kiste aus dem Case Opening zu gewinnen. Wir haben im letzten Stream hat der Gewinner vom Kommentar 24 Spawner gezogen. Also ich würde mal euer Glück versuchen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao, Leute.